Hallo und herzlich willkommen zum großen Staffelfinale von Let's Play The Movies. Ich bin der Simme und ich habe ja das Bild mal pausiert, damit wir das spannende Ereignis hier gleich erleben. Denn da finde ich im Übrigen gerade dieses Bild hier sehr, sehr lustig. Das sieht aus wie eine komische Tierparade. Irgendwie zwei Hasen, ein Affe. Und, ja, gut, okay, also, man muss es nicht ernst nehmen. Aber wir machen jetzt mal weiter und warten auf die Preisverleihung. Und da ist sie auch schon. Sind wieder viele Kategorien. Mal sehen, wie viele wir diesmal abräumen. So, dann gucken wir doch mal, wo wir zum letzten Mal in dieser Staffel landen werden. So, der bestplatzierte Star in den Charts. Ja, ich glaube, das überspringen wir mal. Nein, wobei, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir lassen die Nominierung durchlaufen, auch wenn das Ergebnis auf dem Kanal ist. Markus Becker vom Studio Pyrox Studios. Kommen wir nun zum Preis für die beste Regie. Die beste Regie. Ja, auch wir sind nominiert. Und der Gewinner ist Lara Sweeney vom Studio Pyrox Studios. Produktivste Star. Mal schauen, ob wir es verteidigen können. Mal wieder. Das wäre das dritte Mal in Folge. Was? Starlight Film Studios. Oha. Das ist ja... Wir haben nicht den produktivsten Star bekommen. Ich bin ja schockiert. Das hätte bestimmt der letzte Film rausgerissen. Wetten? Naja. Sie konnten große Erfolge feiern. Einen kräftigen Applaus für... Pyro Studios! Wir sind die Ersten. Wer hätte es gedacht? Die Nominierten für den Studio der Studioaufsteiger. Hm. Tja. ja, das werden wir wohl nicht sein. Wir sind auch gar nicht nominiert, aber der Preis geht an das prestigeträchtigste Studiogelände. Ja, natürlich sind wir nominiert. Er hätte es gedacht. Ein Studio, das sich den Preis richtig verdient hat. Pyrox Studios. Ja, haben wir es doch auch wieder geschafft. Für den besten Der Arbeitgeber beste Arbeit. Sind wir es? Sind wir es nicht? Wer weiß. Ja, wir sind auch der beste Arbeitgeber. Auch schön. In der Auswahl für den bestplatzierten Film in den Charts. Bestplatzierte Film in den Charts. Ich muss es in dem Falle ja fast heißen, die bestplatzierten Filme nur in den Charts. Denn wir sind ja irgendwie weit, weit, weit unangefochten vorne. Das Gesicht des düsteren Dichters vom Studio Pyrox Studios. Tja. Wir haben heute sicherlich ein paar wirklich begabte Talente und Herren gesehen, die einen Preis für ihre harte Arbeit bekommen haben. Vergessen Sie nicht, auch das nächste Mal wieder einzuschalten, wenn wir einen neuen Preis für den besten Newcomer in den Charts vorstellen. Die Best
Okay, den besten Newcomer. Naja, das werden wir dann mal schauen, beim nächsten Mal machen. Und dann schaut das aus. Einer ihrer Stars erreicht einen 4-Sterne-Meilenstein. Für alles andere haben wir schon. Wir brauchen definitiv einen 4-Sterne-Meilenstein. Tja. Das wird interessant werden. So, wir haben hier ganz, ganz viele Sachen. Alles ganz toll. Bling, da ist eine PR fertig geworden. Wie ist sie denn? Da, nee, das war die PR. Ach so. Casting. Nein, das war nicht. So, hier bringen wir jetzt gerade noch mal wieder noch einen Sci-Fi-Streifen auf die Leinwand zum Schreiben. Den hier entsorgen wir mal flugs wieder. So, und den hier können wir direkt promoten. So. Auf den Film warten wir noch, dass der fertig wird mit PR, und der andere muss fertig gedreht werden. So, dann müssen wir irgendwie aus dem 4-Sterne-Ding machen. Naja, das wird eine spannende Aufgabe. So, wir haben wieder was zum Forschen. Wo haben wir es denn? Forschen. Oh, sogar mehrere. Ich bin ja geistert. So. Was zur Hölle ist ein Bomb? Oh, geht nicht mehr. Schade. So, will wieder irgendwer? Nein, will wieder keiner. Mann. Wichtige Durchsage. Alle Schwarzmaler werden erfreut sein zu hören, dass ich der Star eines Konkurrenzstudios bin. Ein Star möchte sich uns anschließen. Nicht schnell gestresst, schnell gelangweilt und rank. Eben mit sowas hat man grundsätzlich immer Ärger. So, dann veröffentlichen wir mal den Film. In gewohnt guter Genre-Leistung, gute Filmqualität, mittelmäßiger Star-Einfluss. Alles gut, alles passt. Läuft. Passt. So, ist das eigentlich, sind wir immer noch gut im Sci-Fi? Boah, geht so, zu viele Sci-Fi-Filme gehabt, aber das ändert sich ja auch noch wieder. So, der Film ist dann auch fertig. Dann werden wir mal PR'en. Und ja, ich würde jetzt gerne gerade noch mit dem Blockbuster abschließen eigentlich. Aber irgendwie doof. Ich bringe jetzt gerade meinen Plan durcheinander, den ich eigentlich mal gehabt habe. Aber egal. So, wir bringen die gerade noch zum Training. Science Fiction. Zack. Und das sind die voll die Romantiker hier. So. PR genau mal. Ich spüre mal ein bisschen vorwärts. So, die Frau hat ein bisschen Stress, wir haben jetzt gedacht. So. Ja, alles länger gedauert als gedacht hier. Und gleich wieder ab zum Training. Die laufenden Hasen hier. Den Film will ich mir gleich unbedingt noch gönnen. So. Na komm, wo ist er denn? Da ist er ja. PR-Fortschritt läuft. Letzte Meldung. Die große Nation steht vor einer noch nie dagewesenen Bedrohung. Ja, die Pazifisten sind überall. Ihr Nachbar könnte einer sein, sie könnten einer sein. Wenn ja, bloß raus mit ihnen. Gut. So, jetzt ist hier wieder Science Fiction. Geht so, aber Komödie ist sehr gut. Perfekt. So, wir veröffentlichen den letzten Film dieser Staffel. Ich habe so oft dieses Wort Staffel heute gesagt. Das ist der schlimme Wahnsinn. So, perfekt. Ausgezeichnet. Crew-Erfahrung mittelmäßig. Gute Filmqualität. Von Haus aus.
Schlechter Styleinfluss, aber Neuheiten sind gut. Ausgezeichnetes Marketing. Das ist der neue Big Bang. So. Mit smoother Musik. Lionhead Movies präsentiert. Eine Pyrox Studios Produktion. Auf der ganzen Linie. Auch wieder mit sehr vielen Leuten, die ich alle gar nicht quatschen kann. Ist das ein Space-Hintergrund? Aber das finde ich ja schon sehr witzig. Wenigstens etwas, wo man sagen kann, das ist eine Komödie. So. Aber gut viel Erfahrung hat das gegeben, würde ich sagen. Auch viel Stress, aber viel Erfahrung. So, ich habe mehr gelacht als ein durchgekitzelter Clown im Lachgasrausch. Eine erhabene Leistung von Beth Galloway. Dieser Film hat perfekte PR- und Marketingkampagnen erhalten. Ein echter Blockbuster in allen Belangen. Die Schauspieler und der Regisseur waren scheinbar recht zufrieden mit ihrer Zusammenarbeit. Und das spielt sich auch in den passenden Einspielungszahlen wieder. Ja, so. Da ist jetzt nochmal PR unterwegs. Mit dieser Filmveröffentlichung würde ich sagen, wir sind fertig mit der allerersten Staffel von The Movies und den Pyrox Studios. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen. Und jetzt ziehe ich gerade die Wörter unnötig in die Länge. Oh Gott. Nein, deswegen werde ich das Ganze jetzt wieder etwas beschleunigen. Ja, vielen Dank für das Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, das ist ja immer die Voraussetzung, dann hinterlasst doch einfach ein paar Kommentare. Vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge und wenn ihr entsprechend die Resonanz gibt oder wenn ihr sagt, hey, voll cool, ich will jetzt wissen, was geht weiter, denn im Prinzip stehen wir den spannenden Sachen ja noch bevor. Zum einen die Frage, schaffen wir es, Markus Becker einen vierten Stern zu verpassen? Das ist die große Frage. Die andere große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was passiert, wenn wir im Jahr 1960 ankommen? Denn im Jahre 1960 kommt die große Neuerung der Stunts. Da kommen dann das, weshalb das passende Addon auch heißt Stunts und Spezialeffekte. Da kommen dann nämlich die Stunts und die Spezialeffekte dazu. Und dann wird es richtig lustig werden, weil dann auch die Filme nochmal wieder ganz anders ausschauen. Ja, so viel dazu. Also wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr sehen wollt oder ihr eine zweite Staffel haben wollt, das wären dann die nächsten Jahre bis 1980, glaube ich, oder so. Dann schreibt es, hinterlasst einen Kommentar, sagt, was euch gefallen hat, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Geduld und mit dem Blick auf gelangweilte, blöde Journalisten und unserem, wo ist er denn gerade, unser Topstar. Yeah!
damit verabschiede ich mich von euch und sage dann hoffentlich bis zur nächsten Staffel und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Simme.